Titanic and the Swinging Hunchbacks. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Können wir das gerade? Das ist für mich auch nicht alltäglich, meine Damen und Herren. Die jüngere Schwester von Jerry Hall. Hier bei uns in Reihe 1, die Schwester, die Schwägerin von Mick Jagger. Schön, dass sie bei uns ist. Aus Texas. Auch sie kriegt natürlich Knete jeden Monat von Mick. Meine Damen und Herren, ich hatte heute schon einen triumphalen Einstieg in den Fernsehtag als Zuschauer. Folgendes: 12 Uhr mittags. Nicht nur ein großartiger Western, sondern auch die Zeit, in der ich mich zum ersten Mal informiere, was ist los heute. Und ich zappe durch bei mir zu Hause, bei meinem kleinen Bildschirm, den ich bekommen habe, Treueprämie für 40 Jahre Mitglied in der Büchergilde. Und was sehe ich in meinem Lieblingssender im Erfolgspower Entertainment und Informationssender SWR, Südwestrundfunk, Live-Übertragung aus der Stadthalle in Saarbrücken, Jubiläumsveranstaltung 1000 Jahre Saarbrücken. Das ist doch mal ein Jubiläum. Ja. Die Schwester von Jerry. Die Schwester von Jerry Hall, Vorbau Hall. Heute hier bei uns zu Gast, 1000 Jahre Saarbrücken, meine Damen und Herren. Eine großartige Veranstaltung. Saarbrücken feiert natürlich das ganze Jahr, aber heute vor 1000 Jahren war der Urkundentag. Viele Sat.1-Zuschauer werden sich noch erinnern. Und es waren tolle Ansprachen. Und Saarbrücken ist zum Beispiel also wirklich eine Powerstadt, französische Lebensart, europäischer Spitzenstandard, was die Wirtschaft angeht. Oskar Lafontaine hat eine Rede gehalten. Sie werden sich erinnern. Früher und noch früher und ganz früher Oberbürgermeister von Saarbrücken. Sein erster öffentlicher Auftritt nach dem Rücktritt, ja, er sieht glänzend aus, tolle Laune. Titel seiner Rede, Liebeserklärung an eine Tausendjährige. Und er hat erzählt, in Saarbrücken sagt man, ich habe ihn vergessen, ich bin gewesen. So, alles mit sehr viel Charme. Die Leute waren wirklich begeistert. Und es war, ich bin natürlich historisch wieder schwer ins Schleudern geraten, denn ich habe mir ja gedacht, ich wusste zum Beispiel nicht, das hat der Oberbürgermeister von Saarbrücken gesagt. Saarbrücken, das Saarland, ist das einzige Bundesland, das sozusagen freiwillig sich an die Bundesrepublik angeschlossen hat. Ja? Alle anderen wurden von den Alliierten, du wirst Bundesrepublik. Ja? Und haben dann hinterher gesagt, okay, demokratisch, okay. Das Saarland hat ein bisschen nachgedenkt und kam dann später. Dann sprach der Oberbürgermeister von Nord, Monsieur Ero. Perfektes Deutsch. Glückwunschrede an Saarbrücken. Perfektes Deutsch. Ich denke mir, Donnerwetter, kein Wunder, Nord ist ja nicht weit weg von Saarbrücken. Falsch. Wie ich mir noch eine Bierflasche hole, merke ich, was habe ich wieder verwechselt? Nord mit Nancy. Und Nord ist doch, glaube ich, Bretagne, oder? Ja. Nord ist Bretagne, liebe Studienräte, da, wo ihr mit dem selbst umgebastelten VW-Bus, ja, morgens in den Birkis, avez-vous baguette? Je gehe einkaufen, ja? Nord, Bürgermeister Ero aus Nord, perfektes Deutsch. Und mir fiel natürlich der einzige Satz ein, Sie wissen, ich habe damals viel Geld bezahlt für mein Abitur bei Konrad Kujau. Nord, Kids, was fällt euch ein zu Nord? Edikt von Nord. Letztes Jahr, 500-jähriges Jubiläum, fiel mir auch nur gerade ein. Ja? Edikt von Nord heißt was? Das Edikt von Nord sichert den Hugenotten die Glaubensfreiheit in Frankreich zu. War das so? Ja, mehr weiß ich auch nicht, nur diesen Satz. Das sind meine drei Sätze aus Geschichte. Glaubensfreiheit für Hugenotten bei 333 bei Isos Keilerei. Und was du nicht willst, dass man dir tut, das führe keinem anderen zu. Das war für uns Geschichte. Damals in Nürtingen. Also, ich sitze da und sage, Donnerwetter, Geschichte, ich bin begeistert, obwohl ich nichts weiß. Zeppe weiter und wo zeppe ich rein? Vera. Unsere großartige Kollegin Vera, meine Damen und Herren. Sensationellen Erfolg jeden Tag. Thema heute,
Männer sind das größte Übel, weg damit. Ja, sag ich, das ist mein Thema, da bleibe ich dran. Und da ging's zur Sache. Gast bei Vera war eine Anwältin, die hatte es schwer mit Männern. Und das Süße bei der Anwältin war, ich weiß nicht, waren die Zähne zu groß oder die Oberlippe zu kurz? Sie saß so bei Vera und sagte, ich wurde betrogen, hintergangen und belogen. Und ich saß auf meiner Couch und sagte zu mir, du denkst jetzt nicht, ich kann verstehen, warum. Dann stand ein Zuschauer auf im Publikum. Junger Mann, powermodisch angezogen, kann ich mich gerade. Ich sag mal eins. Die Weiber machen die Beine breit, weil sie es brauchen wegen dem Trieb. Ja, sag ich ja, okay. Ah, sag ich auch nichts dazu. Und so ging das hin und her. Und dann stand ein junger Mensch auf und sagte, ich sag mal eins, ja? Jeder hat ein Recht, dass er lebt. Aber ihr zwei da drüber, ihr solltet euch schämen, dass ihr am Leben seid. Tolle Wetter! Ja, tolle Wetter. Und dann kam meine Lieblingsfigur in Talkshows am Nachmittag, die Prostituierte, die nicht erkannt werden möchte. Ja. Mit dieser Frisur, dass das Publikum im ZDF-Fernsehgarten in echt hat. Ja. Diese, so eine graue Dauerwelle. Ja. Große Brille. Und Vera sagte, Paula, du arbeitest nun als Prostituierte. Moment, ich habe als Prostituierte gearbeitet. Bis vor 2 Jahren, das war mein Einstieg. Und da sage ich, da kann doch nicht mehr viel schiefgehen heute mit so einem Fernseheinstieg in den Tag. Und dann erfahre ich noch das große Thema, Ratten boomen in Deutschland als Haustiere. Nahtloser Anschluss für mich. Ja? 250.000 Hausratten bereits in Deutschland. Und am letzten Wochenende war gelobt, betrogen und hintergangen. War großes Rattentreffen in Deutschland. Rattenfreunde treffen. Ratte. Ich sag nicht Ratte, ich sag Drahthaar-Pekinese. Das klingt für mich irgendwie süßer. Ja? Sie wissen, Ratten haben einen so schlechten Ruf. Dabei muss man sagen, Ratten übertragen gar keine Krankheiten. Es sind meistens die Typen, bei denen sie auf der Schulter sitzen. Es sind alles Gottes Geschöpfe. Und warum verbindet man das nicht pädagogisch, oder? Warum sagt man nicht, man schenkt den Kindern eine Ratte und einen Chemiebaukasten und dann sollen sie ein bisschen BASF spielen? So kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Meine Damen und Herren, wir haben heute Abend 2 hinreißende junge Damen zu Gast. Wir haben die Frau zu Gast, die der Comedy-Megastar bei RTL ist im erfolgreichsten Programm der Welt in 7 Tage, 7 Köpfe. Und keinen kann es erstaunen, dass RTL sagt, mit dieser Frau machen wir eine eigene Comedy-Serie. Wie die heißen wird und welche Rolle sie darin spielt, wird sie uns persönlich sagen. Bei uns zu Gast heute Abend Gabi Köster. Und unser zweiter Gast ist nicht nur eine großartige Tennisspielerin, sondern sieht sensationell aus. Und ich muss sie nachher fragen, ob sie weiß, dass es vielen männlichen Zuschauern völlig egal ist, dass sie großartig Tennis spielt. Sie sieht wirklich hinreißend aus, meine Damen und Herren. Sie hat eine schwere Verletzung, ist jetzt aber wieder topfit. Und dieses Jahr geht es los mit einem Open nach dem anderen. German Open, French Open, Rexona Open, Duschelux Open. Ein Open nach dem anderen. Bei uns zu Gast, Jana Kanda. Liebe. Hey, ich stehe gerade. Das ist ja großartig. Das ist ja. Ja. Halb Woodstock bei uns zu Gast. Nicht nur die Schwester von Jerry Hall, sondern auch die Adoptivnichte von Janis Joplin. Schön, das ist ja. Ja, ja.
Jetzt mit Kontaktlinsen. Ja. Oder doch eine von den Kellys? Nein. Susie Joplin, die bisher verschollene Adoptivdichte. Und Forbau Hall aus Texas. The sister-in-law of Mick. When is it denn soweit? Jagger. Und zu diesem Thema, meine Damen und Herren, eine interessante Meldung. Italien, für uns das Land von Amore, von Liebe und von du bist die schönste Frau, wo gibt's für mich? Italienische Richter verbieten Sex im Auto. Ja, wo denn sonst? Nein, man sagt, liebe Italiener, ihr könnt Amore machen, aber wenn ihr Sex in ein Auto, verhängt bitte wenigstens das Fenster. Ich finde, wenn ich in Italien bin, ich weiß nie, ist das jetzt schon Sex im Auto oder sucht ihr nur wieder unterm Sitz sein Handy? Ja? Das ist ja die heißeste Ausrede. Wir hatten keine Sex, wir konnten uns nicht einigen, wer fährt. Emotionale Auseinandersetzung. Ich kann es verstehen. Ja? Ich selber zum Beispiel. Was mich bei Sex im Auto am meisten stört, ist wirklich der Satz, Schatz, beeil dich, es wird schon wieder gelb. Forbau Hall and Susie Joplin. Wenn Sie in München leben, dann sollten Sie vielleicht mal am Wochenende auf die große Messe Jagen und Fischen gehen. Ab heute 40.000 Besucher werden erwartet, auch viele Tiere. Und vorgestellt werden natürlich neue Ausrüstungen, neue Jagdbekleidung, sonstiges Zubehör, neue Flachmänner und so. Ja, für uns lohnt sich nicht, weil wenn wir die neuesten Jagdgewehre sehen wollen, gehen wir einfach hier in Mülheim vor die Halle. Die Messe in München, Jagen und Fischen, ist dem typischen Rhythmus von Jägern angepasst. Sie beginnt um 4 Uhr morgens und endet um 11.30 Uhr mit einem totalen Besäufnis für alle Teilnehmer. Und bayerische Jäger fragen sich ja wirklich immer öfter, du sag mal, wie heißt denn jetzt der Zweiender, was ich da letztes Wochenende im Wald erschossen hab? Wie heißt der? Richtig, Mountainbiker. Und falls Sie demnächst nach Las Vegas, the city of Siegfried and Roy, reisen sollten und den Satz hören im Mirage, San Deutsche in Publikum, in Las Vegas gibt es eine neue Attraktion, das Themenhotel Titanic. Sie wissen ja, in Las Vegas gibt es das Märchenhotel und dann ein Hotel, da laufen alle als römische Sklaven rum und ein Hotel, da laufen alle als Ritter rum und so. Jetzt auch Titanic. Alles wie auf der Titanic. Ganz toll. Im Bad zwei Wasserhähne. Ja? Einen für kaltes Wasser, eines für arschkaltes Wasser. Dann zum Beispiel morgens, wenn Sie sich wecken lassen, 7 Uhr, ja? Es klingelt nicht das Telefon. Nein, durch die Tür kommen 5000 Liter Wasser. Das ist Amerika, das ist Las Vegas. Und das Tollste ist, Siegfried and Roy sind mit dabei bei der großen Titanic Las Vegas Show, denn der Manager sagt, sie sehen aus, als hätten sie ein Jahr im Wasser gelegen. Hello! My name is Roy. I come from Rosenheim. I know. Sorry, Roy is from Nordenham and Siegfried is from Rosenheim. So, jetzt muss aber etwas gelernt werden, bevor unsere kulturell hochqualifizierte Mats kommt. So schön ist Weimar. Heute, liebe Kinder, lernt ihr mit unseren beiden kleinen süßen Püppchen einen neuen Buchstaben im Alphabet. Es ist das L. Bist du da? Lalalala. Hallo Bimmel, hier bin ich. Du Bimmel, möchtest du mein Glied sehen? Nein, Bommel, ich möchte jetzt nicht dein Glied sehen. Wir müssen doch den Kindern einen neuen Buchstaben zeigen. Ach so, was haben wir denn heute? Warte, muss ich holen. Bin gleich wieder da. Schade, dabei ist mein Glied schon tüchtig steif. Naja. Hey, was ist das denn, Bimmel? Das ist ein L. L. Toll! Ja, ganz tolle
alle Wörter fangen mit L an. Was denn? Zum Beispiel Leichenschändung, Lohnschändung, Lähmungserscheinung, ui. Lanzerhefte, Lungenkrebs, Lynchjustiz, Luftkrieg und Lederschwuchtel. Ah, das sind ja tolle L-Wörter, Wimmel. Du, ich weiß auch noch ein ganz tolles L-Wort. Oh, da bin ich aber gespannt. Und das heißt, liebkosen. Schön, Bammel, liebkosen. Sehr schön. Schön. Ja. Und da wollte ich dich fragen, ob du mich auch mal liebkosen könntest. Ja. Hier am Po. Am Po. Für das gute A. Das ist nämlich mein absoluter Lieblingsbuchstabe. Ja, klar. Na, was findest du? Das machen wir. Da dreh dich schon mal um. Ja, ich dreh mich schon mal um. Okay, ja. Und hopp, hopp, das gute A. Das gute A. Das gute A. Tschüss, Kinder. Tschüss. Heute sind wir wieder kulturell so bedeutend, dass es mich nicht wundern würde, wenn wir vom Goethe-Institut morgen einen Scheck bekommen. Und nicht nur, dass wir gleich alles über die Kulturhauptstadt Weimar zeigen und Ihnen wirklich sagen, fahren Sie hin und schauen sich das an, das ist unglaublich beeindruckend. Gestern haben wir schon die 100 erfolgreichsten Hollywood-Filme im Original vorgestellt. Und was bin ich wieder in ein Fettnäpfchen nach dem anderen getreten? Ja, erstens Vengeance. Vengeance heißt Rache. Wusste ich nicht. Und dann, ganz böse Blamage, Hunchback. The Hunchback of Notre Dame. The Hunchback of Notre Dame. Und ich dachte, das heißt der Glöckner, wie es in Deutsch heißt. Nein. Helmut Zerlett kam sofort hinterher auf mich zu und sagte, und Helmut wusste es wieder, unglaublich, Helmut kennt sich dermaßen aus. Was heißt Hunchback? Hunchback heißt Buckel. Der Buckel? Der Bucklige. Also der Bucklige von Notre Dame. Ja. Woher Hunchback. Wusstest du das Wort? Das ist so ähnlich wie Humpback. Humpback wäre der Buckelwal. Ah. Hump und Hunch heißt beides Buckel. Ich habe mich mal informiert. Der Hunchback. Aber das ist eigentlich unkorrekt, weil es geht ja um einen Glöckner, der sozusagen einen Buckel hat, was man eigentlich kaum bemerkt. Ja, so. Ja. Diese Amis gehen da wieder voll auf die Behinderung, um Quote zu machen. Ja. Mich wieder das an. Ja. Für uns heißt es der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo, meine Damen und Herren, der später dann Musicals geschrieben hat, Les Miserables, um ein bisschen zu Geld zu kommen. Und mehr davon morgen alles im Zusammenhang auch mit dem Edikt von Nord. Falls Sie das bereits noch mal nachschlagen wollen in Ihrer Bibliothek. Vorsicht, wenn es ganz oben steht. Oder vielleicht schauen Sie auch direkt im Internet nach, wie man das heutzutage macht. So, nun aber ein großer Sprung. Viele von uns werden täglich belogen, hintergangen und betrogen. Nicht bei uns. Nicht bei uns. Wir sind auch nicht die Show, wo die Weiber die Beine breit machen, weil ich es vom Trieb her brauche. Nein! Kultur! Weimar. Dort lebte Goethe vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und wir haben uns gesagt, wir müssen in diese Stadt. Diese Stadt ist so großartig, man hört so viel davon. Und Kultur kann uns ja auch gut tun. Wir waren dort, wir haben einen Ausflug für Sie gemacht nach Weimar. Und schauen Sie sich bitte unseren Bericht an. Und ich sage Ihnen, lass nicht Zeit. Fahren Sie erst morgen los, aber fahren Sie hin. Es lohnt sich. Weimar, die Goethestadt. Wohin willst du dich wenden? Nach Weimar, Jena, der großen Stadt, die an beiden Enden viel Gutes hat. Johann Wolfgang von Goethe. Und deshalb machten sich Harald Schmidt und ein kleines Team von ausgesuchten Speichelleckern auf nach Weimar, Europas Kulturhauptstadt 99. Die Parallelen zwischen Goethe und Schmidt sind seit jeher unübersehbar. Auch Goethe trug gern Schlips und hatte einen unglaublich langen Piephahn. Also begab sich Schmidt auf die Suche nach seinen künstlerischen Wurzeln. Nach Weimar, Schmidts geistiger Wiege. Doch halt, wie kam er denn überhaupt dahin? Drehen wir den Film doch mal ein wenig zurück. Weil es so ulkig ist, wenn die alle rückwärts gehen, könnte ich mich bepissen. Ja, gut zur Sache. Bei Fahrten in die Zone ist stets Fingerspitzengefühl gefragt. Um die bettelarmen Menschen nicht zu brüskieren, reist das Team in Helmut Zerletts kleinstem Privatjet zunächst bis nach Erfurt. Das Signal heißt Bescheidenheit. Schmidt setzt für den Osten voll auf das Ich-bin-einer-von-euch-Gefühl. Die Piloten weinen vor Glück, während sie die Instrumente checken. Harald Schmidt fliegen zu dürfen, erschüttert selbst gestandene Luftkapitäne. Ankunft in Erfurt. Der Vogel setzt butterweich auf. Noch ahnt das Team nicht, was es mit seinem Blitzbesuch ausgelöst hat. Aber tausende Schmidt-Fans und Presseteams aus aller Welt machen den Erfurter Airport zum Hexenkessel.
Doch für ein Bad in der hysterischen Anhängermenge fehlt Schmidt die Zeit. Die Gruppe muss weiter. Während der Fahrt nach Weimar stellt das Team erstaunt fest, dass es die DDR im eigentlichen Sinne nicht mehr gibt. Zum Teil wird sogar gebaut. Alles hier atmet die Kraft des Neubeginns, der Zukunft, der Vision. Mitarbeiter Rütten fast beeindruckt zusammen. Wir haben echt die Arschkarte gezogen. Dann endlich Weimar. Verzaubert schlendert das Team durch die malerischen Gassen der Goethestadt. Und überall trifft man junge, aufgeschlossene Dinger, die Schmidt willkommen heißen. Willkommen in Weimar. Willkommen in Weimar. Es ist kaum möglich, alle Sehenswürdigkeiten Weimars zu Fuß zu besichtigen. Allein von Goethe gibt es 4 verschiedene Geburtshäuser zu bestaunen. Wie durch ein Wunder stößt die Gruppe auf Gunter Grobe. Der sympathische Droschkenführer lädt ein, mit ihm und seiner Kalesche Weimars Geheimnisse zu entdecken. Und da es das gesamte Team schlimm an der Blase hat, gibt es für alle mollige Decken. Herrlich, so geht auch nichts in die Sitze. Und los geht's. Hopla, hopla. Die Befürchtung, dass die Kutschpferde Hopla und Hopla heißen, ist schnell zerstreut. Wie heißen Ihre Pferde? Das sind 2 schwere Warmblüter, die kommen aus der Rhön. Und beide nennen, der linke, das Sattelpferd, ist der Vasili. Und das Handpferd, der braune, ist der Volontär. Vasili und Volontär. Dass Tonmann Mike keine Beine mehr hat, erweist sich als Vorteil. So findet auch er ein schönes Plätzchen. Und während heiter die Hufe klappern, erzählt Kutscher Grobe, was er über Weimars Geschichte weiß. Nämlich alles. Als Taxifahrer ist Grobe mit seinem dauernden nach hinten gucken übrigens kläglich gescheitert. Als Kutscher ist er einsame Spitze. Goethe probierte seine Truppe damals zum Besten. Das Team hängt gebannt an seinen Lippen. Das ist Geschichte zum Anfassen. Besonders Schmidt ist von den spannenden Erläuterungen Grobes gefesselt. Wahnsinn. Den günstigen Duft dessen, was die letzten vor Ort haben. Unglaublich. Bei Grobes Erzählungen verliert sich jedes Zeitempfinden. Die Gruppe hat das Gefühl, seit mindestens 4 Monaten mit der Kutsche durch Weimar zu fahren. Während Grobe erzählt, wo Schiller sich die Füße machen ließ, stellt Helmut Zerlett plötzlich überrascht fest, dass sein Gehirn nicht mehr arbeitet. Doch da stößt Grobe wieder zu. Ganz Deutschland weiß es, dass du die Mätresse des Goethe bist. Ja, ein typischer Grobe. Man darf ihn einfach keine Sekunde abschreiben. Schmidts Kulturauftrag führt ihn schließlich zur berühmten Herderkirche. Ein Altarbild von Lukas Cranach lockt. Außerdem will sich Schmidt über den Zustand der Bußkabinen informieren. Spontan spendet Schmidt Geld für die neue Orgel. Das wäre natürlich ein Schmidt. Wie haben wir denn? 500? Oh, ja. Also, die können wir schon mal gleich mal direkt geben. Ja? Vielen Dank. So. Wie gut, dass ich manchmal Zeit lese. Und von dem, was überbleibt, kann Weimar sogar noch 3 zusätzliche Kirchen bauen. Das ist ja schön, wenn man helfen kann, ne? Dann demonstriert Schmidt kurz, dass Bach auch kein Überflieger war. Helmut Zerlett, leider immer noch ohne jede Hirntätigkeit, demoliert das Ding schließlich komplett. Schade, die Orgel ist kaputt. Aber wer braucht schon Musik in der Kirche? Draußen dann heiße Ostgroupies, die sich mit Autogrammen nicht zufrieden geben. Sie wollen Schmidt ganz, sie wollen ihn nackt in irgendeinem billigen Hotel. Schmidt macht sich schnell vom Acker. Und weiter geht die wilde Fahrt. Auf zu neuen Highlights. Nach einer kurzen Zwischenmoderation von Gunter Grobe, dass der Freier von Stein hier seine Funktion innehatte, Kutschen, Galeschen, Pferde, Mitarbeiter, liegt es auch schon vor Ihnen, Goethes Gartenhaus. Hierhin zog sich der Meister gern zurück, um mit Latex und Leder zu experimentieren. Beim Betreten der Weihestätte zeigt sich der Osten von seiner charmantesten Seite. Dann zeigen Sie mir bitte mal die Genehmigung. Die Drehgenehmigung ist schnell geschrieben und Schmidt kann endlich spirituelle Zugfühlung aufnehmen. Doch Schmidt zeigt sich enttäuscht. Die Dichterbude ist in einem unmöglichen Zustand. Keine Teppiche, nix, ärmlich. Unser wichtigster Dichter. Für mich erschütternd. Als Mitarbeiter Schmidt noch auf Goethes alten Pimperbock steigt, kommt es zum Eklat. Ja, gerade für Singles. Das sind so mehrere Blasbalken. Schmidti, ist ja unglaublich. Ich habe bei Goethe wirklich nichts angefasst. Ich habe es ihm vorhin gesagt, er hört nicht auf mich. Na wirklich, Schmidti, du kommst nicht mehr mit, wenn wir Goethe angucken gehen. Also nichts wie raus, der Kutscher wartet. So. Schmidt freut sich schon wie ein Kind, denn es gibt unglaublich viel Neues zu erfahren.
so etwas mehr Zeit hat, fährt man und in der Grobe weiß auch pikante Histörchen gekonnt zu servieren. Entfernt. Und so manche Zeit, die er opferte, wusste ja wahrscheinlich Goethe zu nutzen, um der Dame von Stein etwas mehr Zeit zu geben. Verstehe. Die Fahrt durch Weimar neigt sich dem Ende zu. Das hebt auch die Laune. Helmut sieht aus wie so ein AIDS-kranker Lyriker, den man noch mal nach Europa gebracht hat. In New York liegt schon alles beim Anwalt klar gemacht. Alter. Natürlich kann das Team Thüringen nicht verlassen, ohne eine leckere Rostbratwurst gegessen zu haben. So lecker mit Senf. So gut. Nur Helmut hat noch Schwierigkeiten. Wollt ihr eine Bratwurst haben? Es wird Zeit, Abschied zu nehmen von Gunter Grobe. Ich muss sagen, wirklich ganz toll. Das hätten wir nie und nimmer, wir hätten es nie gesehen, weil wir hätten es auch gar nicht in dieser Schnelle gefunden. Und auch was Sie an Informationen haben, ist wirklich ganz toll. Ich bedanke mich. Bestimmt. Ich hoffe, dass Sie die Zeit finden. Und danke. Demnächst mehr. Ja, vielen Dank. Ein berechtigter Applaus, ein schöner Ausklang. Denn durch Gunter Grobe haben Harald Schmidt und sein Team alles erfahren. Alles über Weimar, über Goethe, über Schiller, über Kant, über Liszt, über Nietzsche, über Bach, über Frau Breuer aus der Metzgerei, über Schopenhauer. Weimar, fahren Sie hin und schauen Sie an. Sie werden begeistert sein. Mein erster Gast gehört seit 3 Jahren zum Team der erfolgreichsten Comedy-Show des deutschen Fernsehens, 7 Tage, 7 Köpfe. Noch 6 ausverkaufte Auftritte hat sie vor sich, meine Damen und Herren. Dann ist ihre Tournee mit ihrem Bühnenprogramm zu Ende. Und dann geht es los mit ihrer ersten eigenen Sitcom. Wenn ich richtig informiert bin, heißt es, glaube ich, Ritas Welt. Aber ich werde Sie gleich fragen, ob der Titel wirklich stimmt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Gabi Köster. Hallo! Hi. Ich weiß, bitte, kannst du den Namen? Hallo. Dein Bühnenprogramm heißt Die dümmste Praline der Welt. So ist es. Ich dachte, das heißt Ed Nicole. Nee, das ist eine Figur da draus. Ja. Ist richtig. Und damit gibt es noch 6 Auftritte. Ja. Machst du die Tour weiter im Herbst? Wahrscheinlich nicht. Also wenn ich die 60 Drehtage der Serie überleben sollte, was ja bis jetzt noch nicht raus ist. Ja. Deshalb bin ich auch heute nochmal vorbeigekommen, weil ich habe mir vorgenommen, also alles, was ich gerne mache, mache ich noch vorher schnell. Ja, das wird für dich eine Kleinigkeit werden. Oh. Heißt es wirklich Ritas Welt? Nee, Rita. 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 Ja, Rita. Mhm. Du spielst Rita? Ich spiele Rita. Ja. Was ist Rita für eine Frau? Ja, Rita ist eine sehr emanzipierte Frau, eine Mutter von 2 Kindern, die geregelter Arbeit nachgeht als Kassiererin im Supermarkt. Und das war auch sehr hübsch. Also wir haben diesen Piloten ja schon gemacht und das war also an Originalschauplätzen, auch mit der Wohnung und so. Und jetzt wird natürlich ein richtiges Studio gebaut. Also das heißt, fatalerweise wird dann vorher, ich weiß nicht, jeder Brühwürfel fotografiert. Und mit circa 8 Millionen Fotos macht man dann diesen Studionachbau, damit eben es genauso ist wie im Pilot, damit der Anschluss stimmt. Du kennst ja die Probleme. Ja, und es wäre nicht einfach gewesen, einen Supermarkt zu mieten? Ja, anscheinend nicht, ich weiß es nicht. Also vor allen Dingen ist das ja nun auch so ein Vorort-Supermarkt. Also das ist jetzt nicht diese Jumbo-Abteilung megamäßig, sondern ein völlig normaler Supermarkt, ein Vorort-Supermarkt. Und das hast du ja heute leider selten noch. Ne? Ja. Ja. Wann gehen die Dreharbeiten los? Juni, Anfang Juni. Und dann am Stück 16 Folgen? 12 Folgen, 60 Drehtage. 60 Drehtage im Stück. Das ist in erster Linie eine Konditionsfrage, ja, oder? Allerdings. Aber du hast einen lieben Mann, der dich betreut. Ja, gut. Jetzt treibe ich aber keinen Sport und von daher, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht lass sie noch ein B-Team mitlaufen lassen, dass die Dreharbeiten drehen, weißt du? Dann hat man vielleicht noch gleich die Reihe zur Serie. Ja, ja. Je nachdem. Aber du musst sie einfach einteilen, kräftemäßig, ruhig bleiben und dann läuft das. Und die Bücher, die waren halt ganz gut und dann konntest hat mir sehr gut gefallen. Ja, klar. Ja. Und es ist halt auch so, ich meine, alles, was so aus Amerika rüberkommt, das hat so diese Leichtigkeit. Der Ami an sich kann ja auch immer mal herrlich albern und läppisch sein. Ja. Das funktioniert ja in Deutschland leider nicht so. Also wenn man so, hier ist ja mehr so, ich weiß nicht, wie heißt dieser Steiner Behindertenstadel da mit Komödien. Ja, obwohl ich sagen muss, und da bin ich auch ein großer Fan, ne? Von Bettensteiner, weil der Vater kommt. Ja, genau. Das ist mein Lieblingsstadt. Ne?
oder so Sitcoms wie sicher, sicher. Ne? Ich bin nicht der Hausmeister Krause. Ne? Also was so vom schauspielerischen, magischen Theatermoment. Also das ist nicht so meine Baustelle und ich hoffe, dass ich das ein bisschen anders hinkriege. Also wir drücken dir den Daumen. Ja. Ja? Und ich sage, ich habe dich sehr beneidet. Du warst bei Wetten, dass in Saarbrücken. Richtig. Als er. Ja, da war. Er. I love you. Ja. Ja. Wie, ne, weit saßt du von dem Wecker auf der Couch? So wie, ja, jetzt, so ungefähr? Wie jetzt ungefähr. So wie jetzt, ja. Ja. Sag mal ehrlich, wenn man so eine Legende, ein Giganten, der echt, ja, Mr. Showbusiness persönlich ist, ja, ist man da nervös? Ist man da aufgeregt? Nee, ich war gar nicht nervös. Ich war erstmal beleidigt, weil der ging so an uns vorbei und sagt noch nicht mal die Tageszeit. Also was ja eigentlich das Normalste ist, wenn man irgendwo reinkommt. Ja. Und das war für mich, also glaubt mir, es war eins der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ich habe noch nie so etwas Furchtbares gesehen. Also das, Michael, ich nenne ihn jetzt mal der Einfachheit halber das, weil wenn man den so sieht, weiß man jetzt wirklich nicht, welchem Geschlecht man ihn jetzt zuordnen soll. Ist das wirklich so? Es ist ganz schlimm. Also ich muss sagen, ich bewundere den als Musiker. Das ist wirklich ein genialer Musiker. Ja. Der konnte sich auch zeitweise sehr gut bewegen. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist im Moment. Weil der war also wie in die Stiefel reingesteckt, da schob der dann so an seinen Platz. Und vorher hat man uns noch gesagt, also instruiert, wir dürfen uns nicht bewegen und dürfen auch nicht reden, weil sonst steht das Michael auf und geht. Und kannst dir vorstellen, das war für mich halt sehr, sehr schlimm. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Gabi Köster vertreibt Michael Jackson. Ja, pass auf. Skandal bei Wetten, dass. Ja. Das Schlimmste war aber eigentlich so, wie der aussah. Also der hat, ich habe ja so im rechten Winkel zu ihm gesessen, ja, und musste den irgendwie auch anstarren, weil ich es wirklich nicht glauben konnte. Und er hatte so eine verspiegelte, riesengroße Brille an, also die den Hauptteil der misslungenen Operationen verdeckt. Ja. Und konnte dem hier so reingucken und er hatte so Gulpaugen, so wie Heino. Ne? Und ich glaube, wie so eine Fliege, weißt du? Der konnte, glaube ich, damit auch so um die Ecke gucken. Und dann hat er mich immer so angeguckt, so aus der Serie, guck mich nicht so an. Und ich habe dann immer extra nochmal geguckt. Und dann hat der hier in der Nase, also das... Oh, ich krieg jetzt was hat er in der Nase? Der hat Apfelkern große Löcher hier in diesen Bögen drin. Also ich denke mir, wenn der eine raucht, dann qualmt das alles. Und dann hat er. Aber er raucht natürlich nicht. Er raucht nicht. Ja, er raucht nicht. Und ich glaube, er raucht deshalb nicht. Er nimmt wahrscheinlich andere Drogen. Und dann hatte er, das fand ich ganz witzig, dann hatte er, also ich muss jetzt vorweg schicken, mein Sohn, der war an Karneval Cowboy. Das konnte ich leider nicht verhindern. Die Jungs, die haben das halt so. Na, das muss sein, ja. Genau, und er hat sich halt auch geschminkt. Und ähnlich war das bei Michael auch. Der hat sich mit so einem billigen Kajalstift, hat er sich so Bartstoppeln angemalt. So reindrücken und einmal drehen. Und hat dann halt von vorne dieses gleißende Licht, damit man das alles nicht so sieht. Ja. Und hat auch, also nicht freigesprochen, wie man das gerne so macht. Nein, also sein Text war auf so großen Plakaten, also mit dem Edding dick geschrieben, ja, damit das blinde Michael das auch lesen kann. Wie, wenn er sagte, I want to tell you, Thomas. Ja, genau, ne? Well, comma, Thomas, comma, ja, last time I met Nelson Mandela und so. Ja. Und ich saß und dachte, mein Gott, hoffentlich liest er jetzt nicht, du kommst noch mit, weil dann wird das halt alles auffallen. Das war, also, das war ganz schrecklich. Ich habe 2 Tage gebraucht, um das zu verdauen. Ich bin direkt danach nach Jerusalem gefahren, zur Klagemauer, und habe also die ganze Wand voll gequatscht und Zettel reingeschoben und... Oh. Es war unglaublich. Aber es war, also ich wäre wahnsinnig gerne dabei gewesen. Ja. Es war am Schirm. Ja, du saßt da vor und sagst, du sagst, dieses Licht, das Licht war ja schon vorher, dass, ja, man nicht mehr wusste, wer ist Gottschalk, wer ist Mike Krüger. Ja. Ja? Also so hart war das, ja, Licht. Ja? Und war vorher viel mit Sicherheit und Security, musstet ihr in... Ja, klar. Also wir mussten dann in geschlossenen Räumen uns befinden. Ich sag, muss ich jetzt auch in Sauerstoffzelt oder kann ich hier freischwebend, ja, und so? Und wirklich, als ich diesen Michael gesehen habe, ich habe auch immer gedacht, mein Gott, warum trägt der Junge einen Mundschutz? Also anstecken kann er sich nicht mehr groß. Das macht er wahrscheinlich, damit er niemand anders ansteckt, vermute ich. Und er hatte auch sein zweites Kind dabei. Das war so in Lappen gehüllt und das schleppen die Bodyguards so rum. Also ich denke mir, wenn der in Köln wohnen würde, da käme garantiert der Tierschutz oder das Jugendamt und würde sagen, hör mal, Michael, das Kind kommt jetzt mal zu uns. Das ist das kleine Baby? Ja, ja. Kein Kontakt zu niemand? Nee, gar nicht. Nee, dann geht direkt die Blüte zu, so, wenn der halt von der Bühne ist. Also ich habe auch gedacht, hoffentlich schafft er noch lebend hier raus und verliert nicht unterwegs noch was. Ne?
Und da kommen auch direkt die Bodyguards und schirmen ihn dann so ab. Ja. Ne? Aber es war faszinierend zu sehen, wie er auch in der Halle rumging. Und dann, ich meine, auch für Thomas Gottschalk war das ja dann hart am Rande, dass es außer Kontrolle gerät. Er ging dann mitten ins Publikum rein und so. Wurde dann Panik gemacht auf der Couch? Oder? Ja, vor allen Dingen. Also Michael machte dann immer so, so hob so das Händchen oder machte auch einmal. Also ich weiß nicht, so diesen Shaker und dann wie, die Kiddies wieder alle abkeifen. Ja. Und Thomas hat echt Mühe, auch die Leute ruhig zu kriegen. Und gerade wenn sie mal ruhig waren, dann macht das Michael wieder irgendeine dumme Handbewegung. Also echt gedacht, der ist so rücksichtslos, das fand ich echt nicht gut. Ja. Aber schön war auch danach dann die Frau Trump, ne? Ivana. Ja, et Ivana. Ja. Et Ivana. Schön bitte auf, ihr spritzt und Lippen, das war auch sehr schön. Ich hab nachher gesagt, ich sag immer, war das jetzt hier eine Anatomiestunde für 40 Stunden oder? Also unglaublich. Also allein, wenn du die beiden angeguckt hast, also dagegen ist jede Plastiktüte aus dem Supermarkt ein Bioprodukt. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Frau Trump. Ja. Ja, Frau Edström. Ja. Aber ist ja abgefunden worden. Sie ist abgefunden worden, ja, klar. Ja. Nee, aber es war mit, also wirklich eine legendäre Sendung und ich habe mir gedacht, also das muss gespenstisch und zugleich auch sehr, sehr, sehr faszinierend sein. Ja, das war die Faszination des Grauens auch, ja. Jetzt gehst du noch auf Tournee? Ja, sechsmal, so ein bisschen was noch. Ja, das ist aber eigentlich doch deine Heimat, die Bühne, oder? Ja, klar, das finde ich super. Ja. Warst du eigentlich schon mal in Hiddenhausen? Fällt mir gerade ein. Selbstverständlich war ich in Hiddenhausen. Da war jeder, das ist irgendwie total klasse. Ja. Da fällst du über die Länder rein, denkst, jetzt hört die Welt auf und dann kommt Hiddenhausen. Ich habe Hiddenhausen oft verwechselt mit Hilchenbach-Dahlbruch. Ach so, aber. Ja. Hilchenbach-Dahlbruch hat ein ganz renommiertes Kinofestival. Ja. Und Hiddenhausen ist näher Hannover, oder? Ja? Ja, Paderborn, so die Richtung. Die A2 ja, so und hinter Bielefeld immer, und dann ab Hiddenhausen. Hiddenhausen. Ja. Aber das sind ja eigentlich mit die besten und treuesten Fans. Ich finde auch, so ganz anders als Habbelrath. Ne? Ja. Da warst du auch. Ja, also ich liebe das auch sehr auf den Ländereien. Der Mensch, der freut sich auch, dass man dann kommt und Großstädte so oft das, so übersättigt. Das sind die Wurzeln. Ja, ich liebe das. Ja? Gabi. Ja. Wunderbar. Ja. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Ja, vielen Dank. Mach mal ein bisschen Urlaub vorher und dann musst du einfach durchgehen. Das ist deine Show, das ist dein Job. Genau. Und 21, 22, 60 Tage, das geht. Geht auch noch rum. Das geht. Genau, wenn ich überlebe, komme ich noch mal wieder. Mit Sicherheit. Gabi Köster. Wann wird es gefeiert? September, Mitte September. Mein nächster Gast ist eine international Top-Tennisspielerin, obwohl sie erst mit 14 Jahren angefangen hat, Tennis zu spielen. Seit letztem Jahr Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und meine bescheidene Meinung, die attraktivste Spielerin im internationalen Tenniszirkus überhaupt. Herzlich willkommen, Jana Kanda. Du bist ja unglaublich braun. Warst du im Urlaub oder war das ein Trainingslager? Nee, das geht nicht wieder weg von den ganzen Jahren. Wirklich wahr? Ja, es bleibt. Es ist gut. Das Gesicht wurde wieder blass, aber der Rest bleibt. Durch diese vielen Turniere? Aber ich lege mich nie in die Sonne, bitte nicht. Und ich war auch noch nie im Solarium. Also das ist einfach das, naturbraun dann. Ja. Das ist ja manchmal ganz schön hart, ne? So 3,5 Stunden auf dem Platz bei 40 Grad. Ja, ich habe Glück. Also ich meine, ich glaube, mit empfindlicher Haut oder sonst was kann man ziemlich viel Sonnenbrand kriegen, vor allem in Australien. Also es ist wirklich, wirklich schlecht, weil wir halt wirklich, wir wischen uns im Gesicht rum und das, die Sonnencreme geht wieder runter, wenn man da, da kann man... Ja. Echt, ja. Hast du überhaupt noch eine Wohnung oder einen Wohnsitz? Man hat ja den Eindruck, ihr seid dauernd im Flugzeug bei diesen ganzen Turnieren. Diese Open. Gibt es eigentlich auch Closed? Nein, das heißt ja die nationalen Meisterschaften, oder? Also German Open, da spielen sozusagen irgendwie alle. Und dann gibt es auch die nationalen deutschen Meisterschaften, da dürfen die Deutschen spielen, ne? Mhm. Oder ist das falsch? Ja, nee, das ist richtig. Ja. Aber meistens hat man für die keine Zeit mehr, weil dann wieder ein internationales Turnier zur gleichen Zeit ist. Aber ansonsten wohnen tue ich eigentlich kaum noch irgendwo. Wirklich? Also, nur im Flugzeug? Ich meine, mir ist schon passiert, dass ich morgens aufwache und denke, wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt muss ich erst mal gucken aus dem Fenster, wo bin ich jetzt aufgewacht? Ja. Und findest du dich schnell zurecht dann? Oder war das erstmal? Also im Flughafen, ich war schon im Flughafen in Frankfurt und habe gefragt, nee, ich war im Flughafen in Stuttgart und habe gefragt, in welchem Terminal ich angekommen bin. Aber da gibt es nur ein Terminal. Also ich dachte, ich wäre in Frankfurt angekommen. Ja. Bis ich dann auf einmal anfing zu lachen und er mich anguckte, als wenn ich, aber das hat er nicht gemerkt, dass ich. Macht dir das Spaß, diese viele Reiserei? Oder sagst du, das nehme ich halt in Kauf, weil das mit dazugehört? Also das Ankommen macht Spaß, aber das Hinreisen macht keinen Spaß. Also 24 Stunden nach Australien fahren macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Aber dann da sein,
wenn man weiß, auf was man sich freut, dann ist richtig gut. Kennt man sich eigentlich so als Spielerin untereinander? Also Steffi Graf, Martina Hingis, Anna Kournikova und diese beiden Schwestern Williams. Die ein bisschen kräftiger sind als wir. Munkelt man eigentlich im Tenniszirkus drüber, warum manche Spielerinnen kräftiger sind als andere? Man munkelt, aber wenn die Spielerinnen schon kräftig sind, seit sie 10 sind, dann munkelt man nicht mehr. Also, ja. Und bei den beiden, also bei den beiden, da munkelt man gar nicht, weil wenn man die Eltern anguckt, da weiß man alles. Also, dass das normal ist. Das ist normal. Das natürlich ist, ja. Also, unsere Töchter. Ja, ich weiß nicht, was sie macht, wenn sie mal einen Freund hat, die Jüngere. Also sie wird 3-4 Mal kräftiger sein als jeder Mann. Also das ist Wahnsinn. Aber das ist ja im Damentennis nicht so häufig, dass sie einen Freund haben. Meistens schirmen die ja ihr Privatleben sehr ab. Ach, das ändert sich. Also mit der jungen Generation, die sind da etwas freizügiger. Hast du einen Freund, Jana? Ja, schon lange. Schon lange. Aber du bist noch gar nicht so alt, du bist 22 Jahre alt. Ja, trotzdem. Und da fangen dann die meisten an zu rechnen, wenn ich sage, ich habe einen Freund seit so 6-7 Jahren. Ja? Mhm. So lange schon denselben Freund? Denselben, ja. Wir haben, glaube ich, am 18. April 7 Jahre oder so. Reist er mit? Nee, nie. Nee. Also er hat Tennisverbot. Nee, weil ich weiß nicht, bei mir ist es lieber, wenn ich das irgendwie trenne. Das Tennis und den Rest. Normalerweise sitzen ja auch Verlobte oder so von so Tennisfrauen dann mit so teuren Sonnenbrillen. Oder die ganzen Frauen, die dann immer rumreisen und vor allem Orgasmus kriegen da, wenn ihr Mann gewinnt. Also, ist das so? Ja, das ist Wahnsinn. Ich hab's mir gedacht. Tennis furchtbar. Ja. Also ich finde Nee, aber ich finde es eigentlich auch so, diese Chris Evert früher, ja, die hat ja dann häufiger mal einen neuen Ehemann, der saß dann immer mit der Sonnenbrille noch vom alten Oma. Hat so geguckt und man wusste, lange sitzt du nicht mehr da. Ja. Also, die meisten in der Generation hatten ja keinen Freund, sondern eine Freundin. Ja. Also, reist du ganz alleine? Nein, ich habe meinen Trainer dabei. Deinen Trainer? Ja. Das würde ich als naiver Mensch sagen, ist da nicht die Gefahr bei einsamen Hotelzimmern in Australien oder Texas oder wo, dass man irgendwie mal ein menschliches Gespräch mit dem Trainer sucht? Nee. Ich denke mal, bei allen, die vorher keinen Freundeskreis aufgebaut haben, die eigentlich nur männlichen Kontakt haben mit Trainern und Coaches, da ergibt sich das oft. Aber bei mir hat sich das erübrigt, weil ich eben später angefangen habe. Aber bei vielen, denke ich, die heiraten ja auch oft ihren Trainer. Also es kommt sehr, sehr viel vor. Entweder heiraten oder Prozess. Irgendwo. Dazwischen gibt es kaum was. Im Eislauf ist es ja auch häufig so. Ja. Weißt du eigentlich, dass viele Männer Tennis hauptsächlich deinetwegen gucken? Also, weil du. Weißt du das? Nein. Ich glaube eher. Du glaubst nicht, dass es so ist? Ja, soll ich mal unsere Autoren reinkommen lassen? Bei der Kournikova kann ich es mir vorstellen, aber wegen mir. Nein, bei Kournikova. Das erzähle ich dir das nächste Mal, welche Bedeutung Anna Kournikova auf den Bildschirmen unserer Mitarbeiter hat. Du kannst es dir vielleicht vorstellen. Sagt dir der Begriff Bildschirm schon noch was? Ja. Ja, und da kann man ja, wenn man technisch versiert ist, ich kann das nicht und so weiter, einiges heutzutage machen. Und vielleicht können wir dir das nachher noch zeigen. Oder wir zeigen dir beim nächsten Mal einen Ausdruck. Aber du gibst dich jetzt ein bisschen... Diese Geste hatte ich verraten, weißt du? Diese Geste sagt, du weißt natürlich, dass viele Männer sagen, die sieht so toll aus. Und ich kann Ihnen sagen, sie sieht live noch besser aus als im Fernsehen. Und sie gucken einfach und sagen, ja. Ach so, spielt ja auch noch Tennis, richtig. Das weißt du. Du weißt es vielleicht unterbewusst. Ja, klar, das versucht man ja immer zu vermeiden. Man versucht ja, ich meine, einerseits mag ich es nicht, über irgendwie Aussehen zu reden, andererseits mag ich es auch nicht, wenn man nur über Tennis redet. Also von dem her ist das vielleicht da ein Mittelweg ganz gut. Ja, du siehst toll aus und spielst sehr gut Tennis. Und was ist mit deiner Narbe, mit deiner Verletzung? Ja, die entstellt mich etwas, meine Narbe. Na, wo ist die Narbe? 13 cm lang und geht vom Schlüsselbein bis hinter zum Schulterblatt. Und ich bin auch fast in Ohnmacht gefallen, als ich gehört habe, wie die Operation aussehen soll, wie der Schnitt verläuft. Aber leider ist das so eine seltene Sache, dass die da noch nichts Besseres erfunden haben. Was war das für eine Verletzung? Das war keine Verletzung, da war ein Nerv eingeklemmt und der hat den Muskel nicht mehr versorgt. Der Muskel ging zurück, ich konnte trainieren und der Muskel ging trotzdem zurück. Und ich habe dann keine Kraft mehr gehabt, daran habe ich es gemerkt. Aber mir tat vorher nichts weh,
gearbeitet hat. Währenddessen, ich bin im Krankenbett aufgewacht und dachte mir, jetzt muss doch mal was wehtun. Ja. Aber es tat nichts weh. Und sonst, warst du sonst schmerzfrei auf? Ich meine, als Profisportler? Überhaupt nicht, nein. Also ich, für normalen Menschen ist es so, der wacht morgens auf und dann denkt sich, oh, mir tut irgendwas weh. Aber mir ist völlig normal, dass mir was weh tut. Ich denke dann morgens, mir tut nichts weh, was ist denn los mit mir? Also es tut immer irgendwas weh. In jungen Jahren. Aber ich hoffe wirklich, dass du noch lange, lange auf der Tennistour mit dabei bleibst. Es war schön, dass du jetzt endlich mal nach 4 Jahren fast bei uns zu Gast warst. Wir drücken dir sehr die Daumen und ich kann dir nächstes Mal noch eine kleine... Die Daumen, ja. Und ich... Und ich kann dir nächstes Mal das noch mit dem Computer zeigen. Ja, Jana, alles Gute, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen. Tschüss, gute Nacht.